So, diese Petersilie kommt raus. Zitrone ist da. Zitrone ist ein bisschen von die Säure da. Okay. Zitrone kommt da aus. So, das dauert ungefähr 3-4 Minuten. Das geht nicht ganz schnell. Melanin hat eine, das ist ein Muskelfleisch, die rötliche Farbe gekriegt. Ganz toll. Gabi, kannst du mir bitte den Schüssel mit Wasser? Dankeschön. So. Und die werden jetzt in kaltes Wasser abgeschreckt, damit die Gartenfarbe blockiert wird. Das sind alles sehr schön geworden. Ja, ja, natürlich kann ich also, kein Thema. Zu cool und zu schön. Nicht praktisch, dass die Schale in der Handschuhe. Wunderbar, Gambas, schön saftig sind. Und die Schale, das ist auch normalerweise Zimt. Sowas wird weggeschmissen, aber kann man eine wunderbar schöne Soße machen. Das dafür haben wir schon das grüne Zeug dazu. Wir benutzen alles. Ja. Also wir haben mit einer Arbeit zwei Spezialitäten. Einmal können wir die Soße machen. Also wir nehmen ein Stück Butter. Ein Stück Butter. Das und dann rosa. Paprika, das ist Cognac. Ah, ja, das ist fast so viel. Und jetzt, selber, das kann man kneten. Ja, mit zwei. Ja, das, ja. Das ist jetzt so eine Sache, was immer wichtig ist, dass man ganz klein schneidet. Je kleiner und je feiner ist das. Schön gemacht. Ja, das muss alles vermengen. So wie eine Kräuter. Das muss zermascht werden wie eine Kräuterbutter. So. Wir müssen langsam das Schwänzchen von selber, ne? Die Sprühe nehmen. So, man könnte doch jetzt die Schalen, die wir eben noch haben, ausgelöst, könnte man doch als Fond kochen und dann dafür verwenden. Was? Genauso richtig, genauso man macht das. Okay. Jetzt die Soße ist fertig und jetzt kann man es probieren. Gabi, ja, ganz die Schüssel in die Hand und dann kann man das so rein. Ja, und wie schmeckt die Soße? Lecker. Kann ich mich reinsetzen. Ja. Das ist schon das Filet. Ja, das ist jetzt. Das ist das Rückenfilet. Einrosten, auch mit Suppengrün. Rotwein. Dürfen die Männer mal zeigen, was sie können? Ja. Also beim Kochen. Also mit der anderen Seite, damit dann Schleifer. So. Wunderbar. Wir haben ein wunderbar schönes Filet. Diese Flocken. Wunderbare, schöne Filet reingeben. Wir werden einmal Salz angebraten. Den Salz auf die Öl. Dann ein wunderschönes Stück. Schön scharf angebraten von allen Seiten. Ja. So. Das kann man sehr schön Vormittag machen für den Spätabend, wenn man das trinkt. Nachher 14 Minuten, 180 Grad, um Luft. Und dann haben Sie eine perfekte Brühe. Man nimmt einen Topf, schön stabil. Das ist ein besonderer Zucker, das ist ein Traumkörper. Das ist von den Auern, das ist aus Kanada. Da hat er es nicht so okay. Das wird schon reduziert, das ist schon angekocht dabei. Das ist Zucker. Das heißt einfach nur reduziert, praktisch, wenn ein Dreiviertel Liter von einer Flasche ist, so ein Viertel Liter. Das ist ein paar Minuten und schnell. Und bei Karamellisieren muss man da nicht umrühren oder so? Nein, bei Karamellisieren, den Zucker löst sich, die Glucose löst sich bei 180 Grad. Aha. Das geht am Anfang,
dauert ein bisschen länger, aber dann der Ankea geht sehr, sehr, sehr schön schnell. Mhm. Alles und ganz schön. Muss man das rühren, oder? Nein, das braucht man nicht zu rühren. Das lohnt sich alles von sehr schön. Also viel, ein bisschen feinere. Und Zwiebel gibt Säure? Ja. Die Zwiebel ist... Nein, ich habe das schon. Ein bisschen rühren, ein bisschen findet. Vorrang. Und ein bisschen Liebe. Ja, natürlich. Ist gut, ne? Ein bisschen Liebe. Toll, ganz toll. Das ist ganz toll. Das geht wirklich ganz. Das ist, also ein bisschen toll. Geduld muss man haben, damit sich die Soße entfaltet. Ja, 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 das ist auf jeden Fall so. Ne? Ich rühre noch ruhig. Ich will dann das nochmal. So, okay, und jetzt kann man die Protezure, ihr kennt das schon. Probieren. Okay, gut. Das kann man sehen. Danke. Trink das. Danke. Nach Tee. Ich werde sagen, wir haben sehr gut. Das stimmt. Das ist Schokolade mit 38 Gramm und gutem Essen. Mach den Arbeitsweg. Genau. Jetzt nehmen wir wieder die Eier. Also die Nackteier, vier ganze und vier Eigelb. Eiweiße Eier. Vier ganze. Ja, vier ganze Eier, ja, und vier Eigelb. Genau. Ja, so, das ist genauso die Rezeptur für heute Abend. Ja. Aber normalerweise die Rappen. Ja, wir gehen. Ja, vier ganze Eier, ja, und den Eigelb brennen mit den Eiweiß. Wie nennst du? Mit dem Schneebesen. Fand ich für mich das Highlight, muss ich sagen. Sehr schön. Und Janine, für dich, was war am schönsten? Ja, danke, ich fand den Schokolade.